Eige Moje, heute ist der letzte Tag vom Jahr 2022 und wir sind in Breitfurt und laufen den Schiene weh. Wir sind mal gespannt, was der Piesgau diesmal für uns bereithält. An dem Turm selbst waren wir schon, aber der ist neu renoviert oder restauriert worden und da sind wir mal gespannt, wie er jetzt aussieht. Ich blende jetzt mal noch ein Bild in, wie er früher ausgesehen hat. Also viel Spaß beim Gucken. Oh, wir haben es geschafft und es war eine schöne, gemütliche, ruhige Tour. Der erste Teil, wo man wirklich gut steil hochgeht, der ist halt ein bisschen konditionell fordernd, aber gut machbar. Mit ruhigem, langsamen Schritt kriegt er das auf jeden Fall hin. Dann hat er ziemlich lang, ziemlich viel Waldweh, der allerdings breiter ist und ziemlich geschottert, so ein bisschen in die Höhe bis auf bei Bockwiller. Und von Bockwiller aus kriegt er wieder die grandiose Aussicht, die es in Pliesgau natürlich halt gibt. Jo, und dann kommt schon der Alexanderturm und der ist natürlich super. Da kriegen wir jedenfalls Highlight-Gebote und das würde ich euch empfehlen, dass ihr den auf jeden Fall mitnehmen.
Ja, das stickt dann vom Alexanderturm runter noch mal Richtung Breitfurt. Ja, das hat es natürlich auch ein bisschen in sich dahingehend, dass es ziemlich batschig ist. Also wer Matsch und Batsch mag, der kann hier natürlich sehr helle Freude haben. Allerdings gibt es auch eine Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu umgehen, indem man dann halt zum Beispiel mit seinem GBX nochmal über die Hauptwege läuft. Da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal bequem runter nach Breitfurt und auch nochmal runter an den Friedhof. Ja, und unterwegs, da haben wir noch zwei getroffen. Und wen? Das verrät euch hinten dran, Marco. Wen haben wir getroffen? Zwei Zuschauer von unserem Kanal und die auch unsere Webseite lesen. Und hierbei gerade liebe Grüße an Udo und an Patricia. So, und wenn wir schon an liebe Grüße sind, ganz liebe Grüße Topper und natürlich auch an die rechtliche Zuschauer. Hat mich wieder gefreut. Ja, ich weiß es nicht. Egal. Tschö. Thank you.